Brooklyn, baby, Brooklyn. For the second time in two seasons, St. Pauli are stateside for a postseason tour starting in the Big Apple. Following the sightseeing and meet and greets, the attention turns to football against the New York Cosmos, the home of former greats such as Franz Beckenbauer and Pelé. Start made here by the home side. Deep delivery towards the back post, headed back across, and it's in, the Cosmos lead. Emmanuel Sembroni gets the goal as they make the perfect start to their first international friendly since the 80s. Today in Central Park, complete with sunshine. Zu sehen, dass es auf dem anderen Kontinent Leute gibt, die dem FC St. Pauli die Daumen drücken, das ist ja atemberaubend. Für mich als Spieler Wahnsinn. Wir spielen nicht um Titel mit und trotzdem gibt es Leute, die dieser Verein so fasziniert, dass die sich echt 6000 Kilometer entfernt zeitversetzt hinsetzen, um Spiele von uns anzugucken. Wenn man irgendwo anders ist, gerade auch hier in Amerika, dann ist das wieder ein Stückchen mehr Lebenserfahrung. Gerade auch unsere jungen Spieler sehen auch mal eine andere Kultur, eine andere Stadt, neue Eindrücke. Wir lernen uns hier auch noch mal komplett anders kennen. Wir sind die Tage hier untereinander, wir verbringen Zeit, wir sehen Sachen zusammen. Immer wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwann mal erzählen werde, ich war in New York, dann werde ich auch an meine Mannschaftskollegen denken, mit denen ich hier war, mit den Leuten, mit denen ich hier war. Uns alle war der Besuch beim Generalkonsul Deutschlands ein wichtiger Punkt. Wir haben nochmal auf die Europawahl hingewiesen. Für uns ein auch sehr wichtiger Punkt, dem demokratischen Prozess zuliebe helfen zu können. Geht bitte wählen. Einige politische Symbole gehören mit Sicherheit auch dazu. Und wir freuen uns, dass wir damit auch Aufmerksamkeit erregen und nicht einfach nur standardisiert einfach irgendwelche Dinge im Ausland machen, sondern die auch mit einer Haltung belegen. Denn der FC St. Pauli wird immer laut und immer sozial engagiert sein. In einem Land wie den USA, gerade wo es nicht so einfach ist, wo auch viele Rechte gerade und Menschenrechte mit Füßen getreten werden, das ist schon wichtig, dass wir hier unsere Werte präsentieren können. Es ist einfach schon spannend, was im Umfeld passiert. Das ist ja schon das, was den Club ein gewisses Alleinstellungsmerkmal gibt in Deutschland. Und ich glaube, auch dann ein Grund dafür, dass die Community und die Fanbase dann auch hier drüben so ist, wie sie dann ist.
Deswegen ja, ist es ein gutes Gefühl, hier zu sein. It means something to be a St. Pauli fan. It has everything that you want. It's a team that you feel like you feel good about supporting. It has the politics, it has the social issues. You know, it's not just something to pass the time. The country is still trying to figure out how we want our soccer system to run, and you know, the issues about politics and sports. And St. Pauli coming here and playing against the teams that they've chosen to play is a way of giving support to people who say, we want independent football, we want you know, football that stands for something, that stands against racism, against sexism, against homophobia, against fascism. That we don't have to just, you know, plug our ears and pretend that nothing's going on. Strahlenden Kindergesichter gesehen, ne? Als wir mitten in Chinatown auf so einem Kunstrasenplatz auf einmal mit den Kindern aus dem Rabaukencamp Fußball gespielt haben. Hammer, das hat richtig Spaß gemacht. Ich war voll drin, hab mitgespielt, die anderen Jungs auch. Und ich denke, da haben wir den Kids auch mit einer riesen Freude gemacht. It's okay, he's still alive. Ich glaube, dass man ein tolles, nachhaltiges, reiches, liberales Leben dadurch führt, unter anderem, dass man sich sein Leben daran erinnert. Weißt du noch damals, als ich 6 war und wir in Chinatown mit diesem komischen deutschen Fußball gespielt haben? 1, 2, 3! Yeah, great! Tragik ist wie Liebe ohne Happy End. Und eines ist wirklich sicher, dass die Tragik St. Pauli kennt. Es ist, als ob es Bier nicht in jedem Supermarkt gibt. So groß ist man wirklich, aber so ist die Realität. Und hooray, hooray, hooray. Wir sind Drama und Bayern besiegt, in Chemnitz verloren. Man hört noch die Chöre in seinen Ohren. Meine Schulter ist nass, durch das Nebenmannstränen kann es etwas Schöneres geben, als Naki die Fahne in den Boden rammt und keiner Vogel seinen Namen noch kannte. Derby-Sieg! Mann, war das toll, für immer 17, Fabian Beuth und hooray, hooray, hooray. FC St. Pauli, würde es gehen, würde ich dich umarmen. Das hier ist Fußball, das hier sind Dramen. Und hooray, hooray, hooray. FC St. Das mit meinem St. Pauli-Song gestern wie im Allgemeinen, das ist ja wirklich, also für mich eine der schönsten Geschichten meiner Karriere. Angefangen davon, also total simpel, dass ich meinen Song auf Deutsch
da singen kann, wo die Beastie Boys rumgelaufen sind, das ist für mein Gehirn schon ganz schön abgedreht. Dass die Fans sich dankenswerterweise dazu entschlossen haben, diesen Song ganz gut zu finden, das macht das Ganze noch abgedrehter. Und dass man das dann wirklich in New York spielt, in so einer St. Pauli-Kneipe, das sagen ja viele Künstler und Künstlerinnen immer, aber so, das ist mir halt einfach wichtiger als eine goldene Schallplatte. Wir müssen uns dem Punkt stellen, dass wir in dem Sinne nicht unestablished sind, sondern dass wir einfach mal sehr klar sagen, wir haben eine Marke und mit dieser Marke gehen wir auch nach draußen und sind auch sehr glücklich darüber, mit dieser Marke unser Wertekosmos nach außen zu tragen und den mit Vereinen zu teilen, mit anderen Funktionären zu teilen. Das ist etwas, was dem FC St. Pauli auch auf breiterer Basis viel Zustimmung bringt. Alright, and smile. Working it well from the throw-in. It's a good delivery, and Samuel Agui's there at the back post. It's the opening goal. Pauli take the lead inside 10 minutes. Tramuta's efforts aren't enough, and Alagui follows up his goal against the Cosmos with another here. We give an ISO. Central geht wieder Niklas. Brian bleibt mit Flo im Zentrum, Niklas auf die 6. Finn Ole kommt rechts Mittelfeld, Richie bleibt auf links Mittelfeld. Picturesque conditions, fantastic fans and a comfortable win in the end. Pauli cap off a successful postseason tour of the US, both on and off the pitch, with a 2-0 win against FC Buffalo. Ich finde das grundsätzlich eine spannende Geschichte. Was wir nie vergessen dürfen, ist allerdings, dass wir natürlich auch Fans in Deutschland und Europa haben. Das heißt, wenn wir es hier schaffen, eine Verbindung und die Mannschaft und das Team näher an Fans ranzubringen, dass wir natürlich auch gucken müssen, wie funktioniert das eigentlich in Hamburg, wie funktioniert das zu Hause. Es hat sich in den letzten Jahren im Profifußball so viel geändert. Und wir spielen halt nicht mehr in der Regionalliga, wo das einfach selbstverständlich war, dass man zusammen mal ein Bier getrunken hat oder geschnackt hat. Das heißt, die Hürde für auch gerade junge Spieler ist unglaublich hoch, wenn so eine Masse Fans rankommt. Und da müssen wir auch schauen, wie kriegen wir das eigentlich überall auf der Welt hin. Und nicht nur hier, wenn wir in den Staaten sind, sondern auch wieder zu Hause. Mit so einer Reise nach der Saison kann man halt nochmal anders Eindrücke sammeln. Gerade in der Saison, im Alltagsgeschäft, hat man nicht immer den Kontakt, den direkten Kontakt zu den Supportern, zu den Fans. Es ist halt oft, ist man im Training, im Stadion und ist dann mit anderen Sachen beschäftigt.
sozusagen, hier hat keiner irgendwie eine Möglichkeit wegzulaufen. Das heißt, hier finden diese Gespräche statt zwischen Fans und zwischen Spielern, zwischen Verantwortlichen. Auf so eine Art und Weise verstehen wir Spieler vielleicht auch teilweise die Fans und den Verein dann ein Stück weit besser. Not John Wayne. Just, not John Wayne? Just, not John Wayne. I watched that John Wayne. They have Cameron in. Yeah. But my horse is not here. Your horse? Yeah, my horse. Well, I saw a bunch of horses around there. Susan, John Wayne. Yeah. John Wayne. He don't have his horse. Yeah, but I lost my horse. He lost his horse. Red Rider got it. Well, we interrupted. Come on, y'all. Yeah. They stemmed the man. He's doing an acting job. So what do you know about German soccer? German soccer? German soccer. Are you into kick German? It with your feet. Yeah? And you get a goal. So because we are from a German soccer team from Hamburg, Germany. I wonder where John Wayne got that. St. Pauli. St. Pauli? Yeah, right. St. Pauli. This is our logo. Yeah, and, well, I'm kind of scared of that. Yeah. We hope our opponents are. Because I know. And so you're just touring the place? Or? We're touring the place because we are working together with Jack Daniels. And this is the reason why we're here. German like that American whiskey. Yeah, exactly, exactly. I guess so. Come on, Gertrude, let's go. I'm not Gertrude. This ain't John Wayne. I'm sorry, I messed up. Okay, have a nice day. John. Yeah, bye-bye. Bye.